Hallo, das kommt zu einem Video auf dem Kanal. Heute spielen wir mal wieder House Flipper. Der Folge hier. Aber in diesem Kanal kann man wie Spaß und viel Spaß. Um ehrlich zu sagen, ich habe gar keinen Plan, wo wir aufgehört haben, was wir gemacht haben in letzter Zeit. Aber wir werden einfach irgendwas machen jetzt. Gucken wir mal, was abgeht. Weil ich habe zu viele andere Videos gedreht und jetzt wieder das hier. Wir gehen hier mal auf Ariel Leine Kindergarten. Guten Tag, nach einigen Jahren Arbeit in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einem charmanten Kindergarten verwandeln würde. Das Gebäude diente früher als Büro, also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es ein großes Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer mochten es nicht sauber zu machen. Entsorgen sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren sie alle kaputten Geräte und richten sie das Badezimmer ordnungsgemäß ein. Kinder lieben es, wenn alles schön bunt ist, wie ein Regenbogen. Verwenden Sie in jedem Zimmer mindestens 3 Farben und stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen in den Zimmern haben. Denn im Kindergarten werden die Kinder vor allem Dingen Spaß haben wollen. Vergessen Sie nicht, einen Ankleideraum für die Kleidung unserer Kinder zu schaffen. Ein Kleiderbügel, ein paar Regale. Ach, ich glaube, dass Sie den perfekten Ort schaffen werden, zu dem die Kinder gerne kommen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ariel Leine. Ja, klar können wir machen, ne? Ariel, wir machen das. Kriegen wir hin, irgendwie. Kindergarten einfach. Mädchen. Mädchen, willst du einen eigenen Kindergarten aufmachen? Komisch bist du denn. Oh yeah. Auch ganz komisch. Okay, das ist los. Im Mädchen bist du ja ein ganz normales Viertel und auf einmal hier so. Kindergarten. Ganz komisch. Okay, Leute. Ich räume dann erstmal alles auf hier. Let's go. So Leute, ich habe alles mal sauber gemacht hier. War, wie viel muss ich sagen, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Und jetzt sind wir hier im Zimmer. Können wir aussehen wie eine Abstellraum. Und wir sollen erstmal die Stahlregale hier verkaufen. Let's go. Bisschen Geld machen. Easy. Reiche mit den Farben reife Birne. Oh, was ist jetzt los? Keine Verschmutzung, ja klar. Dann machen wir erstmal die. Montieren wir erstmal hier die Heizung. Das ist natürlich am wichtigsten. Wird es hier nicht wieder so dreckig. Das ist, denke ich, das Beste. So. Und dann streiche ich hier kurz. Wie? Mit. Ja, okay, let's go! Easy. So, alles haben wir gestrichen. Können wir, denke ich, mal verkaufen, die Teile. Bisschen wert sind sie noch. Dann sollen wir eine Couch dahin verkaufen. Ja, in den Raum passt. Safe hier sowas. Rein. Komm. Und ich denke ich mal gleich so hinsetzen hier. Easy, oder? Kann man machen, wenn man reinkommt, hinsetzen. Dann Schuhregale. What the freak? Okay, das sind sehr kleine Schuhregale. Dann sollte ich auf jeden Fall viele kaufen, genau. 8, ne? Aha. Verrückt, aber wahr. Ja, können wir hier noch eins drauf machen und hier noch eins drauf. Dann eine Schreibtafel. Zwei Schreibtafeln. Gleich mal hier drüber eine für die Erwachsenen. Zum Einschreiben. Und dann so eine kleine für die Kinder. Und dann Kleiderhaken. Okay, Kleiderhaken. Wo sollt ihr denn eure Kleidung aufhängen? Hier so eins. 16, verrückt. So, mit dem Zimmer sind wir fertig. Die Couch kann auch noch ein bisschen gerader. Dass die ja nicht so ausrasten. Oh, den Flur soll ich auch machen. Gleich mit den Farben heller Pfirsich und samter weicher Pfirsich. Und Boden frisch auslegen. Keramik, Fliesen, Orange. Okay, das machen wir mal zuerst hier. Das ist immer das Einfachste. So, schön weit auslegen. Hallo, ja. So, ja, erstmal den Boden machen. Also ich finde es unterhässlich, muss ich zugeben, aber. Und dann. Halt. Wieso hier? Nee, ist doch ja nicht. Soll nicht durchgehen. Ja, okay, muss ich nur. Darf ich nur bis hier machen. So. So und dann den Bereich hier noch.
Let's go. Easy. Haben wir das schon mal fertig und jetzt streiche ich mal. Let's go. So, easy. Hier auch wieder fertig. Sieht doch ganz gut aus. Haben wir so überlegt, links, rechts, also ein bisschen heller und dann hier die Frontsache ein bisschen dunkler. So, dann gehen wir mal ins Büro, wie es aussieht. Und da sollen wir erstmal Sachen verkaufen. Easy. Büroregal, das hier. Dann Standardschreibtische 5. Die sind nicht mehr viel wert. Ich dachte, die wären mehr wert. Dann Bürostühle. Easy. Und soll ich nicht noch diese Scheiße? Wen hältst du dich? Als ob ich die nicht noch mit verkaufen soll, Digga. Die sind so hässlich, Digga. Oh, Mann. Okay. Fenster reinigen. Das habe ich vergessen. Ich habe das eigentlich eben gemacht, gell? Ja, okay, jetzt ist es auch sauber. Easy. Dann streichen. Nee, das machen wir noch nicht. Die Steckdose reparieren. Hier. Easy. Ihr wisst, wie das geht. Ganz einfach. So, easy. So einfach geht die Scheiße. So. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt will ich erstmal streichen. So, Leute, dann sehen wir uns einfach erstmal, wenn ich gestrichen habe. Let's go. Nochmal kurz, dass ihr wisst, mit was wir streichen. Wir streichen einmal mit Frühlingsgrün, Frühlingsgras, lachende Erdbeere und Königsblau. Also das wird bunt. Shit. Ich habe einfach die Außenwand gestrichen. Scheiße. Oh Mann. Easy, Leute. Haben wir das auch gestrichen? Ich dachte mir so, wie die Frau gesagt hat, einfach ein bisschen viel Scheiße machen und die Farben dumm verteilen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und so scheiße sieht es nicht mehr aus. Also ist das okay. Schmaler Vorhang zum Einbauen soll ich montieren. Okay. Für den Raum, denke ich mal, ist ein weißer... Weißer würde ich nehmen. So ein weißer ziemlich gut. Dann kann man die Farben ein bisschen mehr... Bisschen mehr wahrscheinlich. Bisschen mehr sehen, denke ich mal. Und schöner finden. Hoffe ich zumindest. So, dann montieren wir das Ganze erstmal. Wie ging das? Achso, einfach nur Schrauben rein. Okay. Und fertig ist das. Easy. Dann sollen wir eine Schreibtafel wieder kaufen. Habe ich die nicht eben gerade verkauft? Weiß es nicht. Die kommt hier schön in die Mitte. Auf Horterzieher oder Kindergartenerzieherhöhe. Dann eine Doppelkommode mal. Die kann ich hier so ein bisschen in die Ecke stellen, denke ich mal. Ist immer toll. Dann Teppich grüne Blumen. Okay. Davon lege ich einfach mal ein paar aus, ja. Ist ja auch egal, wie die angeordnet sind. Muss ja einfach nur heftig sein. So, easy. Dann. Horizontales Bücherregal Vene. Aha, jetzt wird es jetzt richtig dunkel schon. Kann ich es auch da drauf stellen? Ne. Okay. Stell ich mal hier hin. Also, dann müssen wir kurz Licht anmachen, damit wir alle das sehen. Okay, perfekt. Viel zu dunkel. Hier fehlen Lampen. Okay. Dann der Ball. Einfach auch hinlegen. Was soll ich da machen? Box mit Deckel? Wie heftig. Da nehme ich hier so einen richtig coolen, aber. Die sind ja cool. Solche hätte ich auch schon früher mal gehabt wollen. Aber habe ich nie bekommen. Mann. So. 1, 2, 3, 4 soll ich mal, ne? Genau. Easy. So, dann Esel. Oh, Esel. Sieht sehr komisch aus. Weiß ich nicht, ne? Ist das ethisch? So, und ein Kaninchen kommt daneben. Easy. Komm, hier. Daneben. Oh, das ist auf Ikea angelehnt. So, und zwei Tische. Easy. Da kommen dann noch Kinderstühle dran. Könnt ihr jetzt auch jedes Mal eine andere Farbe machen. Sieht vielleicht auch cool aus. Dafür habe ich gar keine Zeit. Weil ich schon sehe, dass das hier alles ein bisschen länger dauert in so einem Kindergarten. Ist ja auch riesig, ne? Also, was wir alles machen müssen. Ich hoffe, wir kriegen auch genug Geld dafür. Weil ich bin noch nicht mal zu 50% fertig. Oder vielleicht gerade mal. Aber das erste Mal, wir fertig. Easy, ich glaube das. So Leute, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns in Part 2 von diesem
Video von diesem Kindergarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert diesen Kanal, um kein weiteres zu verpassen. Und ciao!